Hey Leute und willkommen zur ersten Folge von Pokémon Online Sammelkartenspiel. Wir haben ja letztens Booster geöffnet, Real Life Booster, und haben dafür natürlich hier auch Booster bekommen. Ich kann mal kurz nochmal zeigen. Ich zeige mal eine Karte. Wer es noch nicht gesehen hat, das Opening. Wir haben letztens ja gezogen, hier zum Beispiel Felinara. Wer das Opening noch nicht gesehen hat, Leute, guckt euch das Real-Life-Pokémon-Booster-Opening an. Heute werden wir hier online die Booster öffnen, denn ich habe sie schon eingelöst, die Codes. In jedem Booster-Pack im Real-Life ist zwar eine Karte dabei, und da kann man dann das Booster, das man im Real-Life gekauft hat, auch online einlösen. Das ist mega nice. Und ich habe das Tutorial gerade durchgespielt und ich muss sagen, das Spiel macht mir wirklich sehr, sehr Spaß. Ich denke, da könnte man einiges draus machen auf dem Kanal. Ich muss nur wissen, Leute, wollt ihr davon mehr sehen? Gebt einen Daumen hoch, schreibt es in die Kommentare, irgendwas, damit ich Bescheid weiß, dass ihr Bock habt. Ich kann euch leider nicht alle persönlich fragen, also muss ich es irgendwie durch Likes, Kommentare irgendwie so rausfinden, ob ihr Bock habt. Heute in der ersten Folge... So oder so werden wir jetzt hier mal die ganzen Booster öffnen, die wir so bekommen haben. Und ich habe auch so Ingame-Booster bekommen. Einfach so, weil ich halt gespielt habe, ne, und das Tutorial gemacht habe. Und da werden wir anfangen mit dem Booster-Opening. Ich werde mir dann ein Deck bauen. Und ich weiß noch nicht, welches. Ich liebe Unlicht, ich liebe Psycho, Drachen, Pflanze. Na, irgend sowas werden wir uns basteln, Leute. Aber erstmal müssen wir natürlich ein Opening machen, damit ich Karten habe zum Basteln, Leute. Ganz klar. Nehme ich auf? Ich nehme auf. Okay, ich bin mega hyped, Leute. Ich habe hier noch nie ein Online-Opening gemacht. Bisschen dunkel heute hier die Kamera, aber egal. Wir öffnen mal das erste Pack. Und das ist, was cool ist, man muss es hier mit einer Maus aufreißen. Oh, schön. Schön. Die neuen Karten klatscht uns, glaube ich, einfach so hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, klatscht uns so hin. Oh, Pupita. Mega nice. Am Weg zu Despotar, eins meiner Lieblings-Pokémon. Und die Rare-Karte ist immer rechts unten extra. Ich soll die Kamera weiter hochschieben, glaube ich. Aber ich mache mal die Rare-Karte auf. Was? Ziehen wir das erste Rare? Bronzong. Ist jetzt nicht so nice. Ist jetzt nicht so nice. So, jetzt soll die Kamera oben sein. Oh, wir sollten nicht auf nächstes Booster-Pack drücken. Muss ich jetzt immer hier rausgehen? Das ist ziemlich nervig. Booster-Packs. Wo haben wir noch eins? Hier haben wir noch eins. Leute, wir brauchen EX... Karten, wir brauchen GX-Karten, wir brauchen Full-Art-Karten, wir brauchen alles. Und wie gesagt, sorry, dass hier gerade so finster ist, aber hinter mir habt ihr eh das geile Licht noch. Normal ist es hier heller. Das dauert aber ziemlich lange, das Boost zu öffnen. Da müssen Hardcore-Karten drin sein. Ich bin hyped. Und ich bin echt gespannt, was wir ziehen, Leute. Wie gesagt, ich will mir daraus ein Deck bauen. Und mal gucken, ne? Azumarill. Halb Fee? Halb Wasser? Was? Habe ich noch nie gesehen. Okay. Und die Rare ist... Panferno. Ist natürlich eine krasse starke Karte. Alter, Aufflammen. 200. Flammenblitz. 120. Alter. Wir hoffen trotzdem auf GX-Karten und EX-Karten. Wir haben schon eine. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Sind eben Sammlung hier. Pokémon. Wir haben nämlich eine kostenlos bekommen. Wegen dem Tutorial durchspielen. Das war, glaube ich... Oh, ich muss das hier filtern. Ich muss das hier filtern. Nach krassen Karten. Können Sie mir nach krassen Karten filtern? Sieht leider nicht so aus. Seltenheit? Ne, da kenne ich mich leider nicht aus. Prisma Ultra Bestien. Oh Gott. EX war es, glaube ich. Nein, auch nicht. Mist! Ich bin da noch nicht so voll drin, ne? Welche Karte haben wir bekommen? Auf jeden Fall eine Karte in EX bekommen. Oder war es eine GX-Karte? Wollen wir hier ganz kurz durchklicken. Tut mir leid. Moment. Oh Gott, wir haben Gyarados? What the fuck? Ich das noch wüsste, welche es war, ne? Da war sie. Wir haben ein Necrozma GX. Das haben wir gerade bekommen. Ein GX sogar. Ich dachte, das war ein EX. Mega nice. Psycho. Schon mal richtig geil. Eins meiner, wie gesagt, Favoriten. Und jetzt wird hier weiter Booster geöffnet.
Wir haben hier 4 von Nacht in Flammen. Wie gesagt, alles, was wir real life geöffnet haben, haben wir jetzt hier auch online. Und ja, ich nehme auf. Aber das öffnen wir jetzt auch hier. Weiter geht's. Nächstes Pack. Ich will hier heute alle Booster öffnen. Ich versuche mich zu beeilen, damit ich dann, wie gesagt, ein Deck damit bauen kann. Unlicht. Schon mal mega nice. Unlicht. Oh, Trasla. 2 seltene Karten. Oh mein Gott. Aber schon mal coole Pulse für mich. Gravel jetzt nicht so nice. Und eine Full Art. Alter, hätten wir das im Real Life gezogen, wäre ich noch mehr umgefallen. Eine Full Art. Alter, wie geil. Unser Deck wird mega cool aussehen, Leute. Unser Deck wird cool aussehen. Das kann ich versprechen. Nächste Pack. Bam. Nacht in Flammen. Alter, wir haben eine Full Art gezogen. Was? Mann, bin ich gerade dunkel. Okay, wir haben ja wieder nicht so viel Brauchbares für mich leider, aber ein cooles Glumanda. Und die letzte Karte ist ein... Oh, Psycho, Lasho King, nehme ich. Dankeschön. Mega nice, das läuft, das läuft. Das ist alles, wie gesagt, kostenlos, da wir halt Real Life schon dafür bezahlt haben. Und jetzt bekommen wir halt doppelt die Karten, das ist schon geil. Stahlenergie, Rihorn, oh, ich bin ein riesen Rizeros-Fan. Und die letzte ist... Ledian, oh Gott. Also bitte. Denn Ledian muss jetzt echt nicht sein, ne? Sonne und Mond. Komm, gib uns eine EX oder GX. Oh, nochmal Iskala, nehme ich sehr gerne. Wie gesagt, Unlicht, Psycho, hammergeil. Nochmal Drassler, nehme ich alles. Sonst, ja, haut mich nicht so um. Und die Rare ist... ein Snobilikat. Ernsthaft, ein Snobilikat. Okay, wir gehen über zu... Aufziehen der Sturmröte. Komm, Leute. GX-Karten, Leute. Wir brauchen GX-Karten. Ich glaube, EX sind da gar nicht drinnen. GX brauchen wir. Oh, wei. Auch nice. Duodino. Nice, Leute. Ich will ja, wie gesagt, Drachen, Unlicht, Psycho. Duodino, mega nice. Wir brauchen nur noch unbedingt die Vorstufe. Ein Milotic. Geil. Wie im Real Life. Nur nicht Holo. Mega nice. Und? Also das Milotic fand ich 100-mal geiler als das Mammutel. Cool. Ah, Duodino, geil. Oh Leute, das wird echt schwer, hier ein Deck zu bauen. Und dann zu zocken. Bin gespannt. Bin gespannt. Immerhin ein Groink. Fehlt uns aber die Vorentwicklung nun. Aber Psycho. Und. Aber Holo. Typ 0 Holo. Holo nehme ich natürlich immer gerne. Im Real Life und auch hier. Bam, nächstes Pack. Aufziehen der Sturmröte. Komm, gib uns was Gutes. Wir brauchen Deckkarten, Leute. Handaster, sehr schön. Der kleine. Perfekt, Kapuno. Haben wir immerhin schon ein Pokémon mit einer Weiterentwicklung. Sehr schön. Und ein Handaster, mega nice. Da freue ich mich wirklich schon. Für euch da draußen wahrscheinlich richtig scheiß Karten. Für mich voll geil. Und die Rare ist... Traunmagil. Nehme ich. Wie gesagt, Psycho, Unlicht. Drachen-Pokémon, mega nice. Freue ich mich, nehme ich. Ist gekauft. Letzte Pack, aufziehen der Sturmröte. Was kriegen wir? Und keine Sorge, nächstes Mal ist die Cam wieder heller. Aber ich wollte doch unbedingt das... nochmal Duodino, sehr schön. Sehr schön. Und jetzt kommt Drikefalo. EX Amigento, was? GX Sturm, oh Gott. Wie gut die Karten hier aussehen. Seht ihr, wie schön das animiert ist? Alter. Und wir haben auch vorher die Vorentwicklung gezogen. Oder nö, hatten wir nicht. Nee, Mist. Aber GX, mega geil. Leute, Hype. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so von so Online-Karten haltet. Ist das für euch fast genauso cool wie die Real-Life-Karten, die wir gezogen haben? Ich find's mega geil. Was haben wir denn hier noch? Da können wir gar nichts gebrauchen. Du bist zwar auch ein cooles Eis. Meiner Meinung nach Eis-Dino-Line. Aber ja. Und? Nee. Oh Gott. Komm, jetzt was Richtiges. Ja, sehr schön. Psycho, wie gesagt, nehme ich Tandrak. Fehlen uns nur, glaube ich, die Vorentwicklung. Das ist das große Problem. Wir brauchen auch die Vorentwicklungen. Nächstes Pack. Lichtfinsternis. Wie gesagt, ich will die Folge jetzt nicht zu lange machen. Erstmal nur jetzt das Pack-Opening. Damit wir was zum Spielen haben. Ich muss da ja ein Deck draus bauen. Oh, Vorentwicklung, perfekt. Vorentwicklung ist da. Plus Weiterentwicklung. Die nehme ich auch sehr gerne. Oh, mit dem habe ich sehr gerne gespielt in Sonne und Mond. Nice. Und die Rare ist eine GX.
Fast. War nicht schlecht. Wammer. Der Hummer. Ja. Ja. Ist okay. Ist okay. Drei Packs noch, Leute. Lichtfinsternis, bring uns Glück. Ich sitze ja auch in der Lichtfinsternis. Hier ist Licht. Ich bin im Finstern. Lichtfinsternis. Komm, komm. Ja. Iskala, mega nice. Nehme ich. Dankeschön. Duokles, auch nice. Und Hupa. Hupa jetzt nicht so mein Favorit, aber Iskala schon mal geil. Und jetzt kommt eine GX. Nein, fast. Aber Felinara. Leute. Ich habe es euch gerade noch gezeigt. Felinara im Real Life gezogen und jetzt hier online. Mega cool. Nice. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. So. Nächsten zwei Packs noch. Letzten zwei, Leute. Vorletzte Pack. Lichtfinsternis. Dann kann ich endlich Deck bauen. Und dann werden wir uns das Ganze mal ansehen, ne? Ein bisschen PvP, PvE. Knaxel. Nice. Drachen, Leute. Drachen. Wieder zwei. Baby, komm. Coco bei Alola, nehme ich. Schön. Wenn ich jetzt kein Psycho-Deck zusammenschaffe oder kein Unlicht und so weiter, nehme ich auch gerne Pflanze natürlich. Komm, Baby. Nice. Die haben wir auch in echt gezogen. Die haben wir auch in Real Life. Moment. Jetzt bin ich aus dem Häuschen. Moment. Den müssen wir kurz raussuchen. Da. Volcanion. Habe ich auch im Real Life. Ist gerade ein bisschen dunkel, nächste Folge wieder heller. Aber nice! Im Real Life gezogen und im Pack hier. Krass! Freue ich mich! Prisma-Karte, danke! Letzte Pack für diese Folge. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, Daumen hoch, in die Kommentare schreiben und so weiter. Und dann werde ich mir ein Deck bauen und damit kämpfen. Ich bin gespannt, was wir schaffen. Letzte Pack für heute. Lichtfinsternis, bring mir Glück. Ich im Finstern, wie gesagt, hinter mir Licht. Das muss Glück bringen. Wir hatten schon eine Full Art, wir hatten eine GX, mega nices Pack. Feenenergie, okay. Die Bratpfanne. PUBG ist ja auch im Start. Toputz, wie cool. Freut mich. Nehme ich. Legendäre nehme ich immer. Und jetzt die letzte Rare für diese Folge. Leute, ich hoffe, ihr seid bereit. Bam! Nice, Schlinky! Was? Ultra Bestie! Holo, Ultrabestie, Unlicht, liebe ich, Tal des Königs. Wenn du genau 2, 4 oder 6 verbleibende Preiskarten hast, lege die obersten 10 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. Das tut weh. Da muss man aufpassen. Aber Schlinking, geil. Einfach nur geil, Leute. Einfach nur geil. Ultrabestie, Schlinking, Holo am Ende. Nehme ich. Booster haben jetzt leider keine mehr. Aber nun habe ich genug an Karten hoffentlich. Für richtig coole Decks, Leute. Ich habe mir was überlegen, vielleicht baue ich auch 2-3 Decks. Wie gesagt, ihr entscheidet, wollt ihr mehr, wollt ihr nicht mehr? Lasst mich überraschen. Wie gesagt, schaut unbedingt vorbei. Wir haben diese Karten Real Life geöffnet. 2 Folgen, Teil 1, Teil 2. Seht ihr jetzt sicher gleich auf der Endcard. Und es kommen noch weitere Pack-Openings im Real Life. Auch andere Animes, Booster-Packs, lustige Booster-Packs, sicher wieder mal Pokémon-Booster-Packs. Also lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen, werde Teil dieser geilen Community. Viel Spaß, haut rein und ciao.